Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld und dem Beagle. So, wie ich richtig vermutet habe, ist die Tomatensuppe, die wir da eingesammelt haben, oder mehrere dieser Tomatensuppen, in der Tat Heilung. Gut. Ich nehme das so hin. Ich habe jetzt mal bei der lieben Cupcake-Katze reingeguckt und sie bemängelt unter anderem auch, dass wenn die Kamera halt gerade keinen Bock hat, es echt beschiss ist, irgendwo hier klettern zu können oder zu sehen, wo man eigentlich hinklettern möchte. So wie jetzt. Jetzt zeigt er mir das an, weil, keine Ahnung, er hat entschieden, mir das anzuzeigen, aber ihr habt ja letztes Mal gesehen, da hat er es mir eben nicht angezeigt. Tja. Okay. Keine Ahnung, da haben sie irgendwie nicht mitgedacht bei der Kamera. Direkt darunter. Ich nehme mal direkt darunter. Hat mir direkt die Beine wieder gebrochen. Nett. Blöde Mäuse. Die hätten uns die Optik zerstört. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Und was höre ich hier? Ich höre doch. Ah! Ja, Fledermäuse. Ich kann hier runter. Einfach so, ohne Haken. Oh, was? Was? Ich höre sie überall, aber sehen tue ich gerade noch nichts. Oh, die hängen an den Wänden. Natürlich, ich habe ja auch schon gesehen gehabt. Oh Gott, es sind so viele. Ich hänge an irgendwas hänge ich fest. Sag ich doch. Au, sag mal, wie frech seid ihr denn? Lebst du noch? Nicht du, aber jemand anderes von euch lebt noch. Ihr habt mich jetzt aber ganz schön viel Gesundheit gekostet. Okay. Die Kamera will, dass ich da in die Richtung gucke, also muss ich in die Richtung gucken. Okay, von mir aus. Ich will aber hier lang. Ich weiß nicht, warum ich hier lang will, aber ich will. Ich habe sogar einen Speicherpunkt gekriegt. Dieses Gefäß. Ein Schatz. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, oh Gott, ob das, was ich hier tue, richtig ist, aber. Alter, die spucken und spucken und spucken und spucken. Boah. Heftige Ureinwohnermusik hier. Oh. Und dann gönn dir. Aber bringt mir diese Ureinwohnermusik irgendwas, außer gar nichts. War nur eine Frage. Oh, es könnte was sein. Aha. Nein. Weiter hochklettern. Meisterkletterkünstlerin, eher nicht. Aber Lara, warum? Ich bin mir sehr sicher, dass. Oh Gott. Geh mal runter. Schätzchen, geh mal runter. Try this way. Ah, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Die Kamera hat's mir nicht gezeigt, aber ich hab's jetzt gesehen durch Zufall. Okay, das sieht doch sehr gut, oh Gott, Lara. Mach uns unseren Fortschritt nicht kaputt, indem du sonst wohin. Wohin gehst?
Aber was nutzt es mir, hier oben zu sein? Was will ich überhaupt hier? Außer nicht mehr hier wegkommen, aber das ist ein anderes Thema. Da oben hin? Aber da komme ich doch nie und nimmer hin, oder? Nö. Ich stelle keine Fragen, Mrs. Croft. Ich stelle keine Fragen. Irgendwo jetzt hier außen eventuell lang? Nee. Ich bin ein bisschen überfragt, gebe ich zu. Und dass die Musik immer noch so actionreich ist, nervt mich halt auch ein bisschen. Was war das denn bitte? Oh, Lara. Niemand weiß so genau, was das jetzt war. Nicht mal Lara weiß, was das war. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel gerade mega verbuggt ist, aber hey. Dann gehe ich halt hier hinten hoch. Auch gut. Ach so, ja, gut. Nee, ohne Witz, was, wie, wo, was? Ah, ich kann hier hoch. Gut, ich kann da hoch. Das ist schön. Hier hoch. Aber nicht in diese Richtung. Ah, ich kann aber, glaube ich, darüber. Das kann ich. Indeed, indeed, indeed. Das kann ich. Nee, das kann ich nicht. Aber wenn ich nur sehen könnte, was ich hier tun kann, ey. Wenn ich nicht jetzt hier nach vorne... Nein, in die Richtung habe ich... Ich habe noch nicht mal in diese Richtung gedrückt. Aber das hat Katze auch schon, also die liebe Cupcake-Katze auch schon festgestellt, dass sie manchmal einfach in Richtung springt. Was ist denn hier? Achso, dass sie einfach manchmal in Richtung springt, in die man noch nicht mal ansatzweise gezeigt hat. Damit muss man wohl leben bei ihr. Aber das ist halt dann nicht gutes Gameplay, muss ich einfach sagen. So, das Spiel ist optisch wunderschön. Die Musik ist wie immer in Tomb Raider fantastisch. Das war in allen Teilen so. Ach so. Jetzt darf ich auf einmal sehen. Ja, jetzt darf ich sehen. Ihr seid doch bescheuert, ehrlich. Ihr seid doch bescheuert. Dass die Kamera nicht da so mir die Richtung gibt, in die ich theoretisch soll. Das ist halt so lächerlich einfach. Fledermäuse. Batman hat bald keine Fledermäuse mehr in seiner Hülle. Sag mal. Haben wir es jetzt geschafft? Danke. Oh. Was? Oh, nee. Ah, das kommt bestimmt in die Hand. Und da gibt es vermutlich für die zweite Hand auch noch so ein Teil, aber bestimmt auf der anderen Seite. Ich kann da runter damit. Und das bringt mir was? Gar nichts, ne? Nö. Gar nichts bringt mir das, gar nichts. Ha. Huh. Sie sagen nope. Lara nope. Boah, das bringt mich doch 100 pro um, wenn ich da lang gehe. Ich kann aber eventuell gucken, ob ich hier vorne so lang komme. Ja, da lang nämlich. Okay, das tat zwar weh, aber noch nicht so weh wie manche andere Dinge hier. Ich kann vor lauter toten Sachen nicht erkennen, was lebt.
das gewollt ist. Ich weiß es. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist. Bin ich von hier runtergekommen? Ich glaube ja, ne? Ja. Ich glaube, jetzt ist halt die andere Seite dran. Ich muss nur gucken, wie ich auf die andere Seite komme. Ich glaube immer noch, dass das, was ich da hinten gemacht habe, ein Stück weit richtig war. Glaube ich. Ich bin mir nur nicht... Nein, Lara. Das nicht. Oder kann ich da... Nein, kann ich nicht. Oder zumindest sagt die Kamera mir nicht, dass ich es kann. Also... Zumindest sind die Checkpoints halbwegs anständig geregelt hier. Nicht wie in Anniversary, wo man dann einfach alles nochmal machen musste. Weil das Spiel das gerne so hätte. Ach komm, Spiel, ist es jetzt denn ernst? Huhu. So, jetzt muss ich... Was muss ich hier oben genau tun? Erklärt ihr mir das, oder... Oder bin ich jetzt hier oben und muss raten, was ich tun kann? Ich... Warte mal, geht das? Okay, nein. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Wo? Da, 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 da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Au, das tut weh. Ich sehe gerade, dass sie Lebensanzeigen haben, fällt mir gerade auf. Jetzt ist es tot. Auch wenn es mich voll in den Busch gedrückt hat, hätte ich mal die Langhosen übrigens angezogen. Es war aber, glaube ich, mein Gedankengang war nicht so falsch, denke ich, wenn Echsen gekommen sind, um mich umzunieten. Böse Echsen halt, ne? Die Killer-Echsen wollen nur die Steine verteidigen. Ich kann ihnen noch nicht mal böse sein im Grunde. So. Okay. Okay, okay, okay. This sounded like ich habe irgendwas richtig gemacht. Ja. Oh. Hoch, 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 hoch. Bitte einmal hoch. Danke. Du darfst gerne loslassen, Lara. Nee. Nee. Nimm den Stein. Oh, da ist Heilung. Cool. Kann ich den hier dann einfach runterlassen? Oder ist das. Tut das dann weh? Nö. Cool. Und dann kann ich da hinten hin? Bringt man das was? Okay. Keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe, aber ich nehme das herzlich an. Oh, ich kann hier hochklettern. Ich nehme, was mir Lara gibt, wenn ich ehrlich bin. Aua. Wie war das mit, ich nehme, was Lara mir gibt? Ich glaube, weil ich nicht ganz nach oben bin, ne? Hm. Ja, es... Ihr wollt mir erklären, dass... Warte mal. Das geht nicht? Das wollt ihr mir wirklich ernsthaft erklären, dass das nicht geht? Ich glaub euch nicht. Ich glaub euch einfach nicht. Hm? Ich wollte es doch sagen. Nee, 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 hier. Okay, okay. Ich weiß, was ihr von mir wollt. Ich weiß, was ihr wollt. Boah, Leute. Manchmal macht es sich so spannend, dass ich nicht mal ich Bock habe, dass es so spannend ist. Ein Schatz. Sehr schön. Ist toll, dass da ein Schatz ist. Aber was will ich hier, außer den Schatz halt, ne? Hm. Okay, jetzt bin ich wieder hier drüben, also... Ich bin nicht wieder hier drüben. Nee, 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 nee. Mach mal ein bisschen mehr, danke. Danke, danke. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird.
Wo ist sie denn jetzt hingesprungen? Wir werden es einfach niemals verstehen, wohin die Frau gesprungen ist. Warte mal, kann ich mich hier einfach runterlassen? Ich glaube ja, ne? Tut es weh? Ah, es tut eigentlich weh, aber... Okay, also... Ich habe jetzt zwei der Kristalle, das ist ganz nice, glaube ich. Ist das da hinten jetzt komplett aufgegangen, oder... Gült es nicht? Wir werden es jetzt sehen, Leute. Wir werden es jetzt sehen. Ich gehe nochmal da hoch. In der Hoffnung, dass das gilt. Quasi, sag ich mal. Ich traue mich jetzt schon wieder nicht wegen dem Kamerawinkel. Da ist ja nämlich. Ui. Ui. Oder kann ich eigentlich von hier aus einfach darüber springen? Da unten ist ein Schatz. Wie komme ich nach da unten? Der ist jetzt. Hier ist jetzt auf. Das ist nett, aber wie? Da drüben ist nämlich ein Schatz. Habe ich gesehen. Da hinten ist ein Schatz. Wie komme ich da hin? Mrs. Croft. Schaffst du das, darüber zu springen, oder? Oh! Sie stirbt immer sehr spektakulär hier in dem Spiel. Aua. So, nochmal. So, ich kletter jetzt nochmal hier hoch. Nee. Kann sie jetzt? Theoretisch hätte sie vermutlich gekonnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde sie sehen. Ich habe aber halt den Schatz jetzt gesehen. Jetzt will ich ihn auch haben, Leute. Okay. Wie viel? Rüber. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Kann ich denn hier runter und dann wieder da hoch? Ich versuch's mal. Ich höre eine Echse. Yep, Echse. Hallo! Hi! Es wäre nett, wenn du mich nicht hier runterkicken würdest. Das wäre. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin mir nicht sicher, was ich gemacht habe. Wo ist die Echse hin? Echse? Echschen klein ging allein durch die weite Welt. Ist die Echse jetzt? Ich glaube nicht, dass sie tot ist, aber wo? Da unten. Jetzt ist sie tot. So. Nee. Oh Gott, Lara, tu mir das nicht an. So. Da, oh. Sie tut es mir an, Leute. Sie tut es mir an. Der hat nichts mit all dem zu tun. Sie sagt sich, nö. Nö. Okay, also wenn ich jetzt hier diese beiden Steine gefunden habe, die ich an der Hand brauche, sagt mir das A, dass ich auf der anderen Seite der Hand auch hoch kann und B, dass ich genau das Richtige getan habe. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Obwohl ich bis vorhin noch nicht mal wusste, ob das richtig ist. Nee, ich muss natürlich... Ne? Nee. Lara, komm schon. Und jetzt bitte einfach hochklettern. Danke. Ich meine, was ich so abgreifen kann, das greife ich halt auch so ab, ne? Das war ziemlich easy going mit abgreifen. Ich wette, da oben gibt es dann noch mehr Schätze. Kann das ist? I don't know. Wir werden es sehen. Okay. Und dann bin ich wo genau? Niemand kann es mir sagen. Oh. Nee, Lara. Oh Mann, ich so mutige Sachen hier. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch smooth darüber klettern. Also tu das doch bitte auch.
Jetzt können wir uns hier runterlassen. Und jetzt sind wir wo genau? Bei einem Schatz. Ich fühle mich ein bisschen stolz, dass ich so viele Schätze hier finde. Wo bin ich jetzt? Wenn ich mal einen Überblick hätte, wo ich bin. Oh, Heilung ist auch immer gern gesehen. Selbstredend. Hm, nicht hier runtergehen. Ah. Was? Die sind aber nicht so gut versteckt, diese Schätze, ne? Kann ich hier einfach runtergehen? Ja, oh Gott, das war nicht geplant. Aber egal. Fledermäuse? Wo? Ich höre sie. Ah. Habe ich sie getroffen? Sag mal, wie viele sind das denn schon wieder? Dass immer die halbe Batman-Höhle mich hier angreifen muss. Unglaublich. So, okay. Das war doch gar nicht verkehrt. Ich glaube zwar, dass ich auf der falschen Seite bin, oder? Bin ich auf der richtigen Seite? Wie viele Schätze habe ich denn bis jetzt gefunden? 13 von 30. Eher nicht so. Es war jetzt eher so ein, damit es nicht ganz so schlimm ist. Oh Gott, Lara. Nicht so spannend machen, ja? Das war jetzt wirklich eher so ein, damit ich nicht ganz so großes Versagen mit nach Hause nehme. Das hat mir gar nichts gebracht. Cool. Gut, ja, gut. Ist okay. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Lara? Ich wollte gerade sagen, mach doch einfach. Nee. Danke. Dann hier wieder runter. Genau. Rüber. Kann ich eigentlich hier vorne noch irgendwas machen oder? Nö, das sieht mir einfach nur gefährlich aus. Okay. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Das ist der falsche Eingang, glaube ich. Oh Gott, Lara, bitte nicht. Tu das nicht. Ich glaube, das ist der falsche Eingang. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es der falsche Eingang ist. Oh Gott. Kletter nach oben. Was ist los? Wir gehen aber mal kurz gucken, ob das jetzt hier der richtige ist. Das ist der falsche. Schön wäre es gewesen, wenn es der richtige ist. Der ist da drüben der richtige, ne? Damit. Ich jetzt. Oh. Nee. Na gut, von mir aus. Dann jetzt hier rüber, dann hier raus. Ich glaube, das ist dann eine. Lara. Da habe ich immer noch 3 Schätze oder was ist wohl gefunden. Also damit kann ich leben, wenn ich ehrlich bin. Ich wette, hier gibt es noch viel mehr Schätze, aber. Irgendwie sieht Lara sehr künstlich aus. Jetzt hätte sie einfach mal so einen Haufen an sich machen lassen. Frag mich nicht, ich weiß auch nicht. In Anniversary und Legend sah sie irgendwie natürlicher aus. Hoppala. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Egal, wir gehen wieder zurück. Okay. Was? Warum die actionreiche Musik, wenn jetzt gar nichts passiert ist? Wow. Warte mal, stopp. Was ist hier? Der Tod? Theoretisch. Ich glaube, hier unten ist ziemlich sicher der Tod. Warte mal, ich muss ein bisschen mehr Schwung geben, ne?
Na gut, dann mehr Schwung. Wie schlimm kann das denn schon werden? Sie kann halt irgendwie nicht gerade. Das war aber auch so ein One-Way-Ticket, ne? Okay, bin ich jetzt hier? Okay. Hoch. Nee, das war schon richtig, Lara. Das war schon richtig. Und dann... ist halt die Frage, darüber? Ja, da hoch. Das bringt mich hier hin. Okay. Ich seh's. Das ist nämlich ein Schatz. Kann ich rüber? Warte mal. Rüber? Nein. Nein. Gott. Sie macht's aber auch immer so ein bisschen spannend. Alter, ich sehe nichts. Ich habe weniger als nichts gesehen, Leute. Weniger als nichts. Okay. Aber ich würde trotzdem, dafür, dass ich am Anfang gar nichts an Schätzen entdeckt habe, ist es doch jetzt eigentlich recht stabil, oder? Ich könnte jetzt also hier wieder runtergehen. Oder ich gehe den Weg wieder zurück. Oder warte mal. Wenn Lara das so machen möchte, dann beschwere ich mich jetzt mal nicht. Es ist auf der falschen Seite. Lara, auf der... Und wenn du nicht loslassen willst und sie einfach loslassen. Boah, die Steuerung ist so unglaublich ungenau und unfassbar beschissen umgesetzt. Jetzt muss ich mal gucken, hat er den Schatz denn jetzt genommen oder nicht? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich echt nachgucken. Dankeschön, Lara. Danke. Ich hasse dich. Ein kleines bisschen hasse ich dich. Ja, den hat er genommen. Okay. Gut. Also beschwere ich mich jetzt auch mal gar nicht. Nee, du darfst schon... Darfst schon loslassen. Jetzt bin ich wieder da oben, ne? Ich glaube, ja. Wow. Ein Teaser! Mehrere Teaser? I'm not sure. Heilung? Ist das Blätter oder Pilze? Ich glaube, das sollen Pilze sein an den Wänden. Sieht ein bisschen eklig aus, wenn ich ehrlich bin. Dieses da. Jetzt haben wir immerhin die Hälfte. Ist doch auch was. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, das war sehr mutig, wenn ich ehrlich bin. Nach oben. Und jetzt gucken wir mal. Okay. Oh Gott! Fledermäuse überall! Ich höre sie doch noch. Wenn ich hier nur sehen könnte, was ich hier tun könnte. Kannst du hier hoch? Du kannst dich spektakulär in den Tod stürzen. Na, du Tiegechen, was geht mit dir, Tiegechen? Oh, nee, das geht nicht. Ich muss doch hier irgendwas in der Ecke machen können, oder?
Nicht so wirklich. Also wird es wohl in dieser Ecke sein. Das Geheimnis dieses Ortes werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Ich kann echt nicht da hoch, ne? Nee. Ich kletter noch einmal dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Nicht hier hin. Ich kann aber doch rüber. Das sieht mir wie eine gute Idee aus. Cool. Und dann machen wir einen Cut rein. Ich würde gerne wissen, wie ich da hinten rüberkomme zu dem nächsten Schatz. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.